Jawohl. Als erstes muss ich einmal die Frage stellen, was ist denn das hier überhaupt für ein Laden? Wo sind wir denn hier? Gibt es den schon lange? Wo sind wir denn hier? Hier sind wir in der berühmt-berüchtigten Rockbar. Und zwar, es gibt ja den goldenen Handschuh. Ich würde mal sagen, den kennt nun wirklich jeder. Dann haben wir nebenan den Knallermann. Der ist auch schon 20 Jahre da. Auch nicht ganz unbekannt. Berühmt-berüchtigt. Bar Schemme haben wir das Ding ja getauft. Und ja, darunter gab es eine Bar, damals Rodeo. Das haben dein Vater und ich verpachtet gehabt ganz lange. Der Pächter ist weggegangen. Dann haben wir das umgepatcht in Rockbar. Meine kleine süße Kellerbar. Da befinden wir uns jetzt. Unterm Knallermann, neben Goldenen Handschuh. Genau da sind wir und das war mein Versuch, ein Intro hinzukriegen. Der eine oder andere hat es vielleicht gecheckt. Du hast es nicht gecheckt. Das war doch das Intro, was wir auch beim Live-Podcast vor 2 Wochen gehört haben. So kam Heinz Strunk auf die Bühne. Ich So, weiß sogar ganz okay. genau, ihr kamt auf die Bühne Ja. und er sagt als erstes, wir saßen da im Ja, wo sind Schmidtchen. wir denn Ne? hier? Gibt's das schon Was ist lange und das denn so? nicht für ein Laden? Das kenne ich Ja, ja gar nicht. Gibt es das schon lange und ja, so? okay, habe ich Das nicht, war mein Versuch heute hier auch mal den Icebreaker zu machen, aber hat einigermaßen geklappt. Mit mir darfst du nichts subtil versuchen, das Ding kannst du knicken, du musst in my face direkt rein, mit ganz rechte gerade. Das darf nicht unterschwellig was sein. Ja, aber hat doch wunderbar funktioniert. Wir haben hier direkt mal ein Intro und ich hoffe, wir haben auch gleich den einen oder anderen Zuschauer. Ich sehe hier gerade noch nichts. Die Technik hinkt mal wieder so ein bisschen, aber es ist heute mal wieder Kneipengesprächzeit. Ne? Es ist Donnerstagabend und wir sind heute mal nicht live im Goldenen Handschuh, wir sind mal hier live heute beim Nachbarn sozusagen, bei meinem Onkel Sascha in der Rockbar. Und ich freue mich, dass wir hier wieder ein paar Kneipengespräche machen. Es ist ein bisschen länger her, dass wir das gemacht haben. Wir haben es schon ein, zwei Mal gemacht. Einmal nur zu zweit eigentlich, kann man Okay, sagen. Ne? ja, Das ist richtig. richtig lange her schon, so locker ein Jahr würde ich sagen, über. Und dann in verschiedenen Konstellationen, mal mit Miki, mal mit Odin, alle Genau, immer zusammen. mal Hallo gesagt zwischendurch, Und genau, richtig. heute geht es mal wieder so ein bisschen intim um uns hier. So du und ich und wir beide. Oh, benimm dich, Baby. Und ich sage erstmal Prost, ich habe Durst. Marco, mein süßen Näffelchen, wie auch schon jeder, fast jeder mitbekommen, auf euch, meine Lieben. So, ich hoffe, die Technik spielt mal wieder mit. Ich sehe hier immer noch nichts, aber wir haben den Live-Button gedrückt. Ansonsten sprechen wir das jetzt für uns ein und man muss es dann im Record nochmal gucken. Aber mal gucken, vielleicht stolpert der eine oder andere gleich rein, ob ich das heute mal hingekriegt habe. Ja, da sieht es auf jeden Fall aus, als ob es geklappt hätte. Wunderschön. Ah, da ist auch schon der erste Kommentar. Wunderbar, ihr seid da. Jetzt geht's so richtig los. Herzlich willkommen zu Kneipengespräche live. Heute aus der Rockbar. Sascha Nürnberg und ich hier zusammen. Seite an Seite. Hast du unser geiles Model-Foto gesehen, was ich gepostet habe? Ich war sowas von beeindruckt. Ich habe diverse Anfragen auch von diversen Apps, wo man natürlich Ja. Ü18 so eine Geschichte, das kam rein noch und nöcher. Meine Ehe wackelt. Nein, war, Nein, ist schon, Doppelbuchung, ja, aber ja. alles vom Feinsten. Nein, sah gut aus. Ich habe Ja. gedacht, und ich war vorher nicht in der Maske. Du hast keine Retusche benutzt. Das Wir stimmt. sehen so geil Das aus. stimmt. Also ich habe wirklich lange gewartet, das mal zu posten. Das Bild ist entstanden, glaube ich, letztes Jahr im Mai oder so. Ich weiß es gar nicht. Irgendwann letztes Jahr, so ziemlich genau ein Jahr her, würde ich sagen, haben wir hier mal so ein Shooting zusammen gemacht. Produktshooting gemacht, ja, genau. Das war ziemlich cool, genau. Und da haben wir so ein bisschen unseren Merch geshootet, da mit Nele noch und mit Maddie noch und mit Jenny. Ja, Genau, meine alle waren am Tochter war Start. dabei, Nele, Das Marius, der war Superstar, der neue, Marius. der Und Shootingstar. das Bild ist so von uns entstanden. Ich habe immer gedacht, irgendwie, ich weiß gar nicht, wann man das mal postet. Und ich bin auch immer so ein bisschen bei mir immer so, ja, was soll ich von mir da so posten? Ich dachte, heute passt es mal. Wir beide vor der Tür. Wir sind nämlich jetzt hier wirklich so richtig real Nachbarn. Vorher waren wir irgendwie nur Familie und ich war irgendwie immer mal hier so auch. Aber jetzt sind wir so richtig seit fast einem Monat so richtig Seit Nachbarn. 4 Wochen sind wir Familie, Geschäft, Onkel, Neffechen, Business, all in. Und ich freue mich richtig, dass wir heute mal wieder ein bisschen entspannt schnacken können, weil es gibt viel zu erzählen. So, das letzte Mal, als wir das hier uns gegönnt haben, ist ja wie gesagt ein Jahr her. In diesem Jahr ist echt eine Menge passiert, ne? Gott sei Dank, ja. Also Gott sei Dank in Form von, das war ein Auf und Ab der Gefühle, ein Auf und Ab des Business, also die Gefühle waren von Juhu, es geht wieder los, dann gab es wieder ein direktes Brett, nee, dann kam diese 23-Uhr-Geschichte, also teilweise existenzielle Ängste kamen mit dazu und so weiter. Aber das, da machen wir jetzt einen Haken hinter, dieses Wochenende verspricht ja ein ganz großes zu werden. Wir wollen es mal nicht Freedom Day nennen, aber da geht es ja hin eigentlich, ne? Von Samstag auf Sonntag, Tanz in den Mai, ich glaube, das wird ein fettes Brett auf St. Pauli. Ich glaube auch. Also so richtig klar ist mir noch nicht, gilt das jetzt schon ab
von Freitag auf Samstag oder von, also weißt du das schon mehr? Ich habe es noch nicht richtig verstehen können Ich aus dem möchte Text, aber tatsächlich zur Wache rübergehen, ja. aber alle, auch Elbschlosskeller, Ja, Susanne und mit ja. Leuten, mit denen ich so zu tun habe, die sagen alle, Samstagnacht von Samstag auf Okay. Sonntag, 0 Uhr, können wir die Masken wegschmeißen, können wir die Regeln wegschmeißen, G2, G3, der ganze Bums, außer in den öffentlichen Verkehrsmitteln, bei uns in der Gastronomie fällt das. Wir können tanzen, wir können feiern, wir können uns umarmen, wir können wild knutschen, wir können noch ganz andere Sachen machen. Und es kann jeder rein. Es gibt keinen mehr, du ja, du nein. Wer Endlich. gute Laune hat und 50 Pfennig in der Tasche, Endlich. Party on. Ab Samstag, sagt Lars gerade, ja. Ja, ab Samstag. Morgens oder abends? Das ist jetzt noch die größte Frage. Aber es wird sich klären. Es wird sich klären. Bis spätestens Freitag wissen wir es wahrscheinlich irgendwie, wenn dann wirklich die Verordnung kommt. Aber das ist wirklich ja die beste Nachricht eigentlich jetzt in dieser Woche. Das, da haben wir ja nun wirklich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben wir da 2 Jahre drauf hingehungert. Ja. Ich weiß noch, wie der erste Lockdown war. Ich weiß es gar nicht. 9 oder 10 Wochen. Da warst du noch nicht an Bord. Du hast aber hintenrum alles mitbekommen. Dein Vater und ich hätten März bis Mai, ne? nie Ja. für möglich gehalten, dass es sowas gibt, dass wir die Geschäfte abschließen. Da habe ich gedacht, das ist ein ganz schlechter Scherz. Dann ging es ja wieder auf. Und dann, wie dieser lange Lockdown war, 6 oder 7 Monate, hatten wir fast die Türen zu. 7 Monate. Da habe ich gedacht, den verliere ich den Verstand. Ja. Also habe ich wirklich gedacht, jetzt verliere ich den Verstand. Das kann nur ein ganz, ganz mieser, mieser Albtraum sein. Aber da sind wir jetzt draus erwacht und jetzt starten Absolut. wir richtig durch. Also mal durchgebeamt von vor 12 Monaten bis jetzt. Wie ist deine aktuelle Gemütslage neben diesem, dass es beruflich jetzt endlich wieder bergauf geht? Pure Euphorie. Pure Euphorie. Pure Euphorie. Nur Tatendrang, Bock Gas zu geben. Das ist ja schon, das sieht ja schon gar nicht schlecht aus. Aber immer noch gefühlt mit einer kleinen gezogenen Handbremse. Und die lösen wir jetzt von Samstag auf Sonntag. Und dann, ich will nicht von rechtsfreien Raum sprechen, aber da Ein geht's so bisschen hin. Tabulosigkeit kann man sich erhoffen. Wieder wie in alten Tagen, muss man sagen, Ja, oder? volles Programm, volles Programm. Was man Also hier ich aus möchte, dem. dass die Schilder, die draußen dran stehen, Ü 18, die sollen sich nicht nur aufs Rauchen konzentrieren, sondern die sollen allgemein Soll seinen gelten. Grund haben, Das ne? soll seinen Grund haben, Ja. ne? Da stimme ich dir zu, mein Lieber. Also Und das ist auch eine Aufforderung an euch. Und vielleicht auch nochmal, weil du gerade sagtest, ja, es ist noch ein bisschen die Handbremse. Ich habe auch gelesen, Tourismus ist da, aber halt noch nicht bei weitem wieder da, wie es irgendwie vor der Corona-Zeit war, ne? Also vielleicht, wenn ihr auch irgendwie Freunde, Bekannte, Familie in der Republik habt, bislang war ja immer so Hamburg noch so ein bisschen so der langweilige Spot am Ende, weil wir immer noch Hotspot-Regelungen hatten und so weiter. genau. Verbreitet die Nachricht, man kann jetzt nach Hamburg kommen und auch wieder hier ein bisschen Man kann hier sorgloser Spaß haben Arschloch und hoch Amerika, könnt ihr hier wieder spielen. Der Hamburger Berg, das ist nun mal das Bermuda-Dreieck, das ist hier und das gibt es auch nur hier. Das ist, kennt jeder, Elbschlosskeller brauche ich nicht erklären. Goldener Handschuh brauche ich auch überhaupt nicht erklären. Und der Knallermann reiht sich da ein, weil wir das nun mal das Dreieck ergeben. Und unterm Knallermann ist die Rockbar, wo wir jetzt gerade uns befinden. Eigentlich haben wir ein Bermuda-Dreieck mit einem kleinen Haken noch dabei. Aber da ist immer Action. Die Läden Ja. haben immer auf. Da kann man immer reinschneien, ob das Sonntag, Mittag oder Montagabend oder whatever. Am Wochenende 24 Stunden Party on. Und es lohnt sich. Es Ja. lohnt sich auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe auch gerade absolut mega Spaß und auch mega Bock. Ich bin natürlich top motiviert, jetzt seit 1.4. so richtig offiziell hier mit am Start als Partner im Goldenen Handschuh. Und ich komme hier jeden Tag irgendwie mit einem Lachen an. Ich hatte, was ich so mal selber, ich muss mich mal selber loben an der Stelle, sagen, für 4 Wochen hier, ich war eigentlich erst einmal so richtig besoffen. Und Einmal das finde ich erst. eigentlich ganz gut. Also ich war natürlich immer schon mal länger hier so bis Da so, müssen wir ne? aber noch Aber. mal, da müssen wir aber noch mal einen Test machen, ob du wirklich ein richtiger, waschechter Nürnberg bist. Weil Also. als ich hier angefangen habe, war ich 5-mal die Woche besoffen. Dein Vater ist immer noch 3-mal die Woche Aber ich besoffen. bin auch ein Also bisschen älter als ihr angefangen. okay, Ich habe vielleicht den stimmt. Altersvorsprung. Aber ich muss dazu sagen, als ich die Party gemacht habe, das war nämlich letzte Woche Donnerstag, das war mega geil, waren Freunde von mir da, ehemalige Donnerstag so Arbeitskollegen. ein geheimer Stammtisch im goldenen Handschuh. Kann man immer gerne mal vorbeischauen. Super geiler Ja. Abend, er hat richtig Spaß gemacht. Genau, heute vor einer Woche war das. Und da hatte ich auch erst hier den Livestream mit Michelle. Und da habe ich schon angefangen mit einer Knolle Holsten, ne? Und dann Ja. hatte ich, glaube ich, von 17 Uhr
bis morgens um 4, als ich den Laden verlassen habe, konstant eine Knolle Holsten immer. Und dazu natürlich immer dann mal Mexikaner, mal Helbing, man kennt das Spiel so zwischendrin. Also es war richtig Aber nicht, intensiv. weil du Bock hattest oder weil das geschmeckt hat, sondern es war Business, ne? Du hast dich dem Business Absolut, rein untergeordnet. geschäftlich, es war quasi Zwang, Okay, man hat mich genötigt. ja. Zwei Leute haben dich festgehalten, einer hat einen Trichter in den Hals gejagt. Natürlich war es mega geil, hat super Spaß gemacht und da wollte ich gerade ein bisschen drauf hinaus. Da war vielleicht so der Nürnberg zu erkennen. Ich weiß nicht, ob du es auch immer gemacht hast, aber irgendwo muss ich es mir abgeguckt haben. Wahrscheinlich bei Papa oder sogar vielleicht bei Onkel Jürgen Scheidweiler. Das Thema Kaffee Amaretto. Ach du Also ich war Scheiße, wirklich am ey. Ende dann, irgendwann war ich mit allem durch und dachte, ja, jetzt irgendwie mal ein Käffchen und dann Kaffee Amaretto. Das hat doch bei euch irgendwie so eine Das Genese, oder? war früher so eine Geschichte, immer praktisch, weil wir gemerkt haben, wir sind zu besoffen, es geht keine Flüssigkeit mehr rein und jetzt wollen wir es ein bisschen mit Koffein kompensieren, aber ganz ohne Alkohol fühlt sich die Leber auch verscheißert. Und dann fing wirklich Jürgen Scheidweiler hat das, glaube ich, eingeführt und dein Vater kam dann irgendwann auch da drauf und ich habe da irgendwann mitgemacht. Dann hat man zum Absacken hat man Kaffee Amaretto getrunken, weil man dachte, das gibt nochmal so einen kleinen Push. Koffee gibt es ja auch, aber Man kann richtig, richtig super schlafen man dann. kann super ganz toll schlafen und wenn man die Kneipe verlässt, nach 12 Stunden rumsitzen und nur miese Kackluft und Rauch und Alkohol und gute Laune allerdings, wenn man dann rauskommt, kommt die berühmt-berüchtigte Sauerstoffkeule und dann, deswegen habe ich mir Kaffee Amaretto irgendwann abgewöhnt. Das ist Aber schon. Kaffee Amaretto ist auch nicht mehr der Hit. Jetzt geht das ja in Kaffee Frangelico Ja, rein. ich hörte Ne? davon. Dieser Ja, Vorsehen. Haselnusslikör, da sind Ja. die alle, die trinken die wie die Finde ich beknackten auch jetzt. ganz geil. Habe ich mir auch mal eine Bombe. Frangelico ist jetzt Aber ich bin irgendwie der auch neue immer noch Shit. auf dem Amaretto hängen geblieben, muss ich sagen. Also Ah, du es war bist so ein auf jeden Fall Oldschooler. absoluter Oldschooler, ja. Ja, also wie gesagt, 4 Wochen einmal nur so richtig besoffen, da bin ich schon mal persönlich ganz Guter stolz Schnitt, drauf. So guter ganz Schnitt. okay. Aber da können wir noch dran Aber arbeiten. ausbaufähig, genau. Ausbau, ja, da können wir noch dran arbeiten. So sicher. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich bin ja ganz froh, dass du überhaupt heute nochmal sagst, du machst das mit mir, weil du bist so ein bisschen kurz vom kleinen Mini-Urlaub, wenn ich das mal so sagen Ja, darf. Du gönnst nach, dir mal eine kleine genau, Entspannungswoche. eine Woche Auszeit, nachdem wir hier 2 Jahre mehr oder wie auch, wenn die Läden zu hatten und so weiter, du hast es ja bei Papa mitbekommen. Wir waren jeden Tag hier, jeden Tag, wir haben ja die Zeit genutzt, ob es jetzt die Läden ein bisschen aufpimpen, alles mal sauber machen, ordentlich die Buchhaltung auf Vordermann bringen, immer anwesend sein, Läden zu, heißt ja auch, keiner ist hier, das gibt es ja eigentlich gar nicht, ne? Auf alles aufpassen, kommt hier nichts weg, bleibt das alles heil und ordentlich und anständig. Und wenn du das 2 Jahre lang gemacht hast, ohne einmal die Stadt zu verlassen, dann ist natürlich der Akku irgendwann leer. Und da wir jetzt wieder in Normalität kommen, das heißt, das Business ab Samstag ist wieder ein normales, die Geschäfte sind, die Angestellten sind alle zurückgepfiffen, mein Mitarbeiter und Betriebsleiter Herbie, mein Cousin, der hat das dann alles im Griff und deswegen gönne ich mir eine Woche nichts hören, nichts sehen. Malle. Ja, eine Woche Malle für alle. Cool. Und da mache ich auch tatsächlich mal ganz alleine so einen kleinen Trip. Meine Frau hat ein bisschen was auf dem Zettel, ja, ist nicht so abkömmlich zurzeit. Und deswegen ja, fliege ich eine Woche nach Mal Malle so und einmal in sich kehren, einmal oha, entspannen. ja, genau. Ein Schritt Ja. zurück, Anlauf nehmen und dann mit dem Körper rein wieder in den Wahnsinn nächste Woche. Klingt nach einem geilen Plan. Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch gesteigerten Bock drauf. Und dann auch so ein bisschen da Sport und Wandern oder Genau, wie sieht genau. so dein Tag dann aus? Mein Tag sieht aus, Dein früh Leben. morgens aufstehen, 12:30 und 12:30 Uhr, wenn das Buffet fertig ist, wenn das Mittagsbuffet steht. Nein, keine Ahnung, kein Plan. Mein Plan ist, keinen Plan zu Ja, haben, ja. weil hier alles doch relativ, auch wenn das chaotisch manchmal wirkt, doch durchstrukturiert. Du hast ja jetzt Ja. 4 Wochen bist du ja mit am Ball und weißt, dass von außen könnte man denken, oh, hier Kneipe auf St. Pauli und das macht man auf einer Arschbacke. Nächstes tatsächlich mit viel Arbeit verbunden, viel Aufwand, viel hinterher sein, viel mit dem Kopf muss man wirklich dabei sein. Und ich will den Kopf einfach mal ausschalten eine Woche. Ich will planlos. Wenn ich Bock habe auf Motorrad fahren, miete ich mir Motorrad. Wenn ich Bock habe rauf aufs Meer, miete ich mir Boot, fahr raus. Ich habe da ein, zwei Bekannte, die werde ich besuchen. Ja. Und bisher durch die Gegend cruisen. Party on mache ich da tatsächlich nicht. Gar Ja. nicht. 0,0. Da relaxe ich wirklich. Also ich bin Mal das jetzt. Kontrastprogramm Ja, ich sozusagen. bin jetzt nicht hier Megapark und Ballermann und so weiter. Das haben wir ja hier. Ja. Das haben wir hier und viel besser, als die das da können. Ja. Und deswegen, nee, da ist die Insel ist geil. Die ist richtig Ich geil. war lange nicht da, ich habe auch mal richtig Lust dahin. Ich finde, das ist auch familienfreundlich. Ne? Ich sehe uns da schon auch mal in meiner kleinen Familie, Auf wir jeden drei da Fall, irgendwann Mann. mal Gibt's so, so tolle vielleicht Ecken. nächstes Jahr mal schauen. Ja. Wenn wir da mal vorbeigucken, irgendwann hat man ja auch wieder dafür Kopf.
Ne, jetzt, wo du es gerade gesagt hast, so 2 Jahre hatte man irgendwie andere Dinge. 2 Jahre hatten wir also gar Aber keinen Kopf, um irgendwie ja. wegzufahren. Irgendwie, das war völlig abstrakt. Man hatte Angst. Man hat immer mit den Gedanken gespielt, aber man Ja. gedacht, jetzt, man fährt weg und dann kommt wieder irgendeine Entscheidung hier. Ja. Man kommt nicht ins Land oder Ja. kurzfristig. War ja immer alles sehr kurzfristig. Auf, zu. Es hat sich ja immer alles von einem auf den anderen Tag entschieden. Ja. Und deswegen, man wollte immer vor Ort sein, Ja. bei jeder Veränderung agieren zu können. Ja. Ja, war auch gut so. Nur Denke so ich ist man auch. auch, glaube ich, wieder schneller in den Start gekommen, ne? Denke ich auch, Also, ja. ja, geile, geile Nummer. Also schön, dass du heute noch die Zeit dafür findest, für mich hier, für uns. Weil, genau, also Stichwort mal so ein bisschen wieder was für sich tun. Ihr seht, also ich bin mega sportlich, jedenfalls angezogen, ne? Also das ist jetzt mein Ziel. Das ist der Demnächst erste Schritt, ja. auch mal wieder, ich dachte, wenn ich mich schon mal in die Klamotten reinfühle, dann komme ich als nächstes vielleicht auch mal wieder an die Eisen. Mal gucken, wenn ich das mal schaffe. Aber das Geil. ist jetzt auf jeden Fall auch mein persönliches Ziel. Ja, ich habe auch 5 Kilo Corona-Plauze mir angefressen. Ja, 5 Kilo und da, die waren ganz schnell ich habe da, es gar ne? nicht gemessen, Aber die irgendwie. wieder. Ich habe irgendwann auch, vielleicht sind es auch 8, ich weiß es Ja. nicht. Als ich gesehen habe, 5 sind drauf, habe ich auch gesagt, so, Aufgehört zum Besten, fick dich, blöde ne? Waage. Ich wollte auf die Waage schießen, ne? Ja. Ja, aber was ich persönlich jetzt schon merke, so durch den Job hier, was man gar nicht so checkt. Also ich habe vorher einfach nur rumgesessen, irgendwie Homeoffice, eigentlich nur mit dem Kopf gearbeitet. Ich habe jetzt halt schon viel mehr Bewegung, ne? Durch das hier irgendwie, man läuft hier doch unheimlich viel durch die Gegend, ne? Ich kann Hier das hin, da, selber immer nicht also. glauben. Ich habe meinen Schrittzähler an Ja. und wenn ich hier ein normales Business mache, auch wenn ich am Wochenende hier mit Tür und dann muss ich nochmal dahin und gehe nochmal einen Handschuh, hole mir nochmal Kleingeld und quatsch nochmal hier. Ich fahre nach Hause und habe gefühlt, nicht gefühlt, sondern gemessene 6.000, 7.000 Schritte auf der Uhr. Wo ich so Unglaublich. denke, hä? Das ist Merke doch ich auf jeden geil, Fall auch schon. ne? Also, Ist richtig gut. da wollte ich mich jetzt aber gar nicht reinverrennen. Ich wollte noch mal zum Thema Malle eine Brücke bauen, weil vielleicht hat das noch nicht jeder mitbekommen, aber du warst ja, ich glaube, es ist jetzt Samstag, 2 Wochen her, haben wir zusammen im Schmidtchen und du warst auf der Bühne, nämlich mit Heinz Strunk, deinem Freund, Ah ja, sind wir eingeladen worden vom bei Schmidt-Theater, einem genau. Live-Podcast, ne, von Ja. Kiezmenschen, von Po dem Podcast-Festival, ja. Mopo-Podcast, genau. Das war ein Podcast-Festival, ging über mehrere Tage und an dem Abend wart ihr live auf der Bühne mit Kiezmenschen, mit Wiebke Bromberg und Marius und ja, habt da echt eins zum Besten gegeben. Das war mega geil, es war ein sehr. Ich fand es ein sehr cooler Raum. Es war nicht groß. Wie viele Leute waren da? 200, 150. Also sehr, sehr intim, ne? So Ja, clubmäßig. zwischen 150 und 200 hat Wiebke, Und glaube ich, gesagt. dann kam das einfach mega geil rüber. Kann man jetzt auch hören. Ist auf Spotify, habe ich gesehen, ist eure Folge live aufgezeichnet, weil da knallt ihr Geschichten raus. Mit einer will ich mal anfangen. Das war nämlich noch das Mallorca-Thema. Das hatte Heinz sogar hier bei uns schon mal angekündigt damals. Der war ja auch mal bei mir hier zu Gast bei den Genau. Kneipengesprächen. Da hat er damals so erzählt, ich dachte immer, das ist so ein Gag, ja, der sagt das jetzt so, hier dieses Pierre Pierre Panade-Projekt, ne? Panade-Projekt, generell. Dass er quasi ein Mallorca, wie sagt man, Also Schlagerstar, Partykönig, wie auch ja, immer, genau, so in Anlehnung an Mickey Krause, der parodieren Newcomer. will, ne? Ja, Ja? parodieren eigentlich Oder, nicht. ne? Nee, der zieht, also von Parodie kann man bei Heinz immer nicht sprechen. Okay. Der schlüpft in eine Rolle und zieht das dann durch. Okay. Also der ist dann Also Pierre er Panade. findet diese Figur Er auf jeden findet Fall, diese ja. Figur, das ist Pierre Panade, er schreibt seine eigene Musik, seine eigenen Texte und er findet diesen Pierre Panade, aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt eine Karikatur oder eine Persiflage oder irgendwas ist. Oder was hattest du eben gesagt? Parodie, Parodie. Parodie, Genau, ja. er parodiert Paranoia rein. würde Ja, ich habe Paranoia, wenn ich hier vor laufender Kamera sitze manchmal. Nee, Parodie ist es nicht. Der ist dann Pierre Panade und zieht Ja. das Ding knallhart durch. Und das wird Ja. auch bei Amazon irgendwie, ne? Kommt das? Also das wird ein richtig geiles Serienprojekt, ne? Das Das, wird, ich so wie glaube, Fraktus halt ja, genau. in Ich glaube, ein jetzt. Zwei- oder ein Ja. Dreiteiler, da sind nächstes Jahr die Dreharbeiten gehen los. Ja. Sind auch ein paar coole Namen mit an Bord, die er mir schon genannt hat. Ist aber alles noch nicht in trockenen Tüchern. Aber da Mega. sind interessante Namen, die er da mit hat. Mickey Krause supportet ihn da ganz groß. Da ist nächstes Jahr beim Opening auf Malle wird das Ganze beginnen, die Dreharbeiten. Und Geile Geschichte. ja, Heinz hatte mich auch eingeladen. Da war irgendwie eine kleine Gastrolle, kriege ich damit. Ach, witzig, Und echt? ja, wir fliegen Ja. da alle rüber und man Ja, kriegt du dann hier. fliegst mit ihm jetzt nämlich auch nochmal hin, irgendwie im Sommer, Wir ne? wollten dieses Jahr im Sommer uns das einmal anschauen. Er war noch nie da. Er Mhm. ist mehr so ein auf die Kanaren-Typen. Er fliegt, wenn das Wetter hier scheiße ist, immer so auf die Kanaren, mietet sich da, ich glaube, Gran Canaria, Maspalomas Palomas immer ein und ja, arbeitet. Er ist ein ganz fleißiger Arbeiter und schreibt da in der Regel immer an seinen Büchern. Also so ein kreativer Urlaub immer für ihn. Und Malle wollen wir uns tatsächlich angucken, so ein bisschen Location Scout-mäßig. Ne? Dieser Megapark und Ballermann und Okay. dieses ganze Partyleben kenne ich natürlich alles. Ja. Und das schauen wir uns mal an.
Und eben auch die schönen Ecken will ich ihm mal zeigen, weil Malle ist wirklich eine wunderschöne Insel und nicht nur Party Life. Also Ja. da kann man auch. Was ich dich aber fragen wollte, weil ich weiß, du bist ja, keine Ahnung, bestimmt 100 Mal schon auf Malle gewesen, ne? Kein Plan, aber Mit ich Sicherheit, also unendlich oft war ich da, ja. weiß ich ja, aber was ich tatsächlich nicht weiß, hast du da auch mal richtig so diesen klassischen Ballermann-Partyurlaub gemacht? Also hast du da mal auch da gefeiert und so mit Noch deinen nie, Jungs und noch so, nie. oder? Nee. Ich habe ja einen Best Buddy, mit Ja. dem bin ich da auch immer. Der hat da auch eine Zeit lang gelebt und gearbeitet. Und wir haben uns das natürlich immer mal so angeguckt, so in der letzten Ecke gesessen, ein Bier bestellt, um dieses Flair mal So aufzusaugen. Oder ja, genau, Voyeur-mäßig, oder ja. zu verstehen, was geht da ab. Entschuldige. Und ja, das hat man sich natürlich angesehen, aber ich war noch nie und habe da irgendwo gesessen und einen Eimer gesoffen oder war besoffen am Ballermann Ja. oder in Megapark oder wie diese ganzen Bierkönig und so Ja. weiter. Ich war noch nie betrunken da. Ja. Noch nie. In meinem ganzen Leben. Auf dem Ja, kann Hamburger ich mir irgendwie Berg auch gar nicht kann man es vorstellen. nicht zählen, wie Ja. oft ich besoffen und hier Ja. rausgekrabbelt bin. Wobei ich eigentlich auch immer nur auf dem Hamburger Berg besoffen bin. Bin ja so ein Typ. Das ist ja mein Job hier, ne? Auch hinter den Kulissen. Ich war ja auch lange hinterm Tresen im goldenen Handschuh. Mir macht das nur Laune hier. Komischer, mir macht das nur Laune hier. Weil wegen den 24 Stunden auch. Und egal, ob du Assi bist oder voll oder es, hier macht's Laune, weißt du? Es guckt keiner. Hier habe ich immer Ja. das Gefühl, hier guckt keiner. Ja. Ne? Es interessiert keinen. Wenn du Ja. breit bist wie eine Elster, fällst du immer noch nicht auf. Ja. Oder laut oder wie auch immer. Es macht Laune. Ist Und man nicht deswegen. unangenehm, sondern Ja, man und reiht sich ein. Ja. woanders habe ich keine Lust aufzufallen. Ja. Ich habe null Bock aufzufallen. Ja. Und hier auf dem Hamburger Berg fällst du nicht auf, wenn du mal Arschloch hoch Amerika spielst. Ja, das stimmt. Ja, witzig, ja, das hätte ich mir auch irgendwie bei dir nicht vorstellen können. Ich habe es einmal gemacht, da war ich glaube ich Anfang 20. Waren wir 4 Tage mal da die ganze Rutsche da durch. Wobei auch da schon, also auch einmal geguckt hier Megapark und Rio Palace und wie es alles heißt, Ja. ne? Und dann waren wir doch eher da auch schon in Palma. Da gab es ja Ja. auch so eine geile Diskothek. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ja, Wie hieß gibt die nochmal? einige. Die, wo man mit Wenn dem die Fahrstuhl Fahrstuhl da. nach oben. Da gab es auch Ah, so ein ja, gibt's, geiler Host, der gibt's. einer. Ja, gibt's auch Habe immer ich nur noch. geile Erinnerungen dran, super geile Gogo-Tänzer und das Oh, war eine fuck, ey. Da Mega-Party. sind wir auch jedes Mal, wenn ich da bin, muss ich immer in diesen Club Ich einmal glaub's nicht, rein. mir fällt noch dieser Name ein. Ich hab, Titos. ja, Titos. genau, ja, Titos. Mann, ja, Titos. das war Titos so Club. geil da. Ja, der ist direkt am Hafen, am Ja, Paseo Maritim. das hat mir Ja. damals schon mehr Bock gemacht, irgendwie Ja. dahin zu gehen. Ja, die Diskotheken haben da irgendwas, ne? Würde ich gerne Die noch mal machen da wissen, ob richtig es den Highlife. noch gibt, den Gibt's, La. gibt's. Wirklich? Definitiv gibt es Boah, da noch. muss ich irgendwann noch mal hin. Ne? Schatzi, wir haben ein Date irgendwann Ah, da da. bin ich mit meiner Frau. Wenn wir auf Malle sind, müssen wir immer einmal ins Titos, Flasche Sekt. Und weil da Voll passiert geil. ja so viel mit den Ja. Tänzern und Ja, Live-Acts genau. und geile DJs. Und da ist so richtig Party on. Muss ich auch Schieße sagen. mir auch nicht ab, aber eine Buddel Sekt zu zweit, das geht. Ja, Buddel Wodka hinterher, mal gucken, ne? Russische Woche. Russische Woche, genau, das ist Russische nämlich die zweite Woche. Geschichte. Der Die, kam gut, ne? wer sie noch nicht gehört hat, die müssen wir hier heute auch nochmal, also muss ich dich bitten, die nochmal so geil zu erzählen, weil auf dem Live-Podcast, ich glaube, die Leute haben Tränen gelacht, es Ja, wurde das hatte eine applaudiert, witzige das kam Resonanz. so gut an. Und zwar ist das Stichwort hier die Geschichte von Krim Klaus und die russische Woche. Erzähl mal, wer war Krim Klaus oder ist es und was ist da so mit dem abgegangen im Also den Goldrausch? Mann gibt's ja noch, der war Das, berühmt-berüchtigt auf dem du warst Hamburger ja Berg. noch, das muss man nochmal zurückbeamen, du warst in der Rolle Goldener Handschuh am Goldene Tresen und das war ein Handschuhe. Gast. So. Genau, ich war im goldenen Handschuh der Tresenmann. Ich habe ja da die Nachtschicht damals besetzt mit Jürgen. Ziemlich lang mit diesem Jürgen Scheidweiler, der ja ein Freund der Familie ist. Und hier in Rockbar jetzt, der war lange weg vom Fenster und hatte keine Lust auf Gastro und hat jetzt wieder gesteigerten Bock auf Gastro und ist jeden Freitag hier in der Rockbar anzutreffen. Kennt ganz viele Alt-Kizianer. So, lange Rede, kurzer Sinn. Krim Klaus. Ur-HSVer, absoluter HSV-Fan, bis ins Knochenmark durftest du mit St. Pauli nicht kommen. Wir waren ja im goldenen Handschuh oder nach wie vor haben wir ja gar keine Richtung. Ne? Der Laden ist auf St. Pauli und man freut sich für St. Pauli, man freut sich aber auch für HSV. Es gibt da gar Wir haben keine Partei. alle Fanschals hängen ja immer noch Ja, über den das ist das Tresen. Schöne und das klappt ja. Da sind HSVer, da sind St. Paulianer von Schalke, die sind ja immer ganz oft so bei KSC. Es gibt keinen Stress im Laden. Das klappt mit den Leuten. Das macht echt Laune. So, Klaus kommt immer rein, Reetdachdecker, selbstständig vom Beruf, versoffen bis ins Knochenmark, wenn er einen Auftrag fertig gemacht hat. Er hat ja ganz viel auf Sylt gearbeitet. Da sind ja die Leute, die diese riesigen alten Bauernhäuser haben. Und die sind ja nun mal reetdachgedeckt. Ne? Diese klassischen Strohdächer. Das war seine Profession. Er hat eigenen Felder auch in Polen gehabt. Also Reet selber angebaut und von Ah, A bis okay. und hat richtig Kohle damit verdient. Und wenn der einen Auftrag fertig hatte, dann gab es natürlich ganz viele Leute, die gesagt haben:
Da war das, ist alles 10 Jahre her, deswegen ist es verjährt. Das Finanzamt schreibt mir mal eine kleine Rechnung oder schreibt mir gar keine Rechnung. Die wollten ihr Geld loswerden und er wollte Geld in der Tasche haben. Und hat dann gesagt: So, wir sprechen von D-Mark, ne, das ganze Ding ist ja weit über 20 Jahre her. Ja, gib mir mal 50.000 Mark, das Dach ist fertig. So, und dann gab es 50.000 Mark. Und dann ist er praktisch gestopft wie eine Weihnachtsgans in goldenen Handschuh reingewackelt, mit seinem dicken, fetten 500er Mercedes vor der Tür geparkt, voll wie ein Schwein rausgefallen, hat mir die Schlüssel gegeben und gesagt: Park mal mein Auto. Dann habe ich sein Auto geparkt und dann hat er Kohle in der Tasche gehabt. Ich sage: Digga, das klappt ja bei dir mit Kohle, ne? Ja, das klappt bei dir. Und weißt du, womit ich mein Geld verdiene? Ich sage: Ja, du bist Reetdachdecker, ist doch ganz klar auf Sylt hier. Und ja, das ist ja das eine. Aber dann holt er seinen Zollstock, Gott, diesen alten klassischen Zollstock, der ja in der Regel aufgeklappt immer 2 Meter lang ist, Ja. und haut ihn auf den Tisch. Hier, damit mache ich mein Geld. Ich sage: Ja, damit rechnest du die Quadratmeterzahl des Ja. Daches aus, ne? Ja. So 7 mal Meter mal Ja. 8 Meter. So, und dann hast du, oder 7 mal 7 Meter, 49 Quadratmeter Ja. pro Seite, so läuft das, ne? Ja. Grundsätzlich schon, aber mein Zollstock, klappt ihm auf. Dann habe ich seinen Zollstock aufgeklappt. Ich denke, ich bin 1,75. Das sind noch keine 2 Meter. Ja, ich habe das letzte Ende, das sind ja mal 20 Zentimeter, das habe ich abgebrochen, weggeschmissen. Mein Zollstock ist 1,80. Und wenn die mich gefragt haben, Herr Professor Doktor sowieso, der in Altona der Chirurg ist und 20 Mille im Monat macht, ich muss mein Reetdach gedeckt haben, dann bin ich mit meinem Zollstock dahin. Da gab es noch keine Laserpointer und so weiter, diese scheiß Digitalisierung, die gab es noch nicht. Und da habe ich meinen Zollstock angelegt. Ne? Die sind ja von 2 Meter ausgegangen. Zwei mal zwei mal 2 Meter, zwei. 2 Meter, 2 Meter, 2 Meter. Also das sind 8 Meter. Ja. Und dann nochmal 2 Meter, 2 mal 2. Also es waren ja nicht 8 Meter, sondern haben ja dann 60 Zentimeter Ja. gefehlt. Oder er hat die Ja, zugeschummelt. ja, Ne? ja. Und ja, das heißt, er hat pro Auftrag lockere 10, 20, 30 Quadratmeter zugeschummelt. Das hat keiner gemerkt. Ja. Kein Mensch hat jemals nachgemessen. Unglaublich, Und es sind Unsummen da bezahlt worden ey. für Ja. Arbeit, die er praktisch gar nicht geleistet hat. Und das Ding hat er gefeiert ohne Ende. Und dieser zwar ist nicht eine Geschichte, sondern es ist true. Das Ding, Das er kann man sagt, sich nicht ne, ausdenken, kann man ne? sich nicht Also ausdenken. ganz Dass ich ehrlich. habe gedacht, ich breche ab. Naja, und dann gab es die russische Woche. Ja. Krimsekt, roten, süßen Krimsekt. Das war sein Drink, oder Ah, nicht? Ja. ekelhaft. Und dann nachher noch Moskowskaja dazu, Ja. Wodka. Verkaufen wir heute nicht mehr. Wir kaufen, was verkaufen wir? Finnischen Wodka, ne? Das ist aus Finnland. Absolut Wodka ist Gibt für, nur oder noch, also, schwedisch. so damals hat Ja, sich, wie auch immer. ich glaube, finnisch oder Ja, okay, skandinavischer Wodka. skandinavisch. Da Russische oben. Produkte haben wir rausgeknallt, war damals aber okay. Genau. Und wir haben die russische Woche gefeiert. Man konnte praktisch Krimsekt trinken aus der Krim und russische Wodka dazu. Ist doch völlig Na, er legitim. hat Hat auch sich ausgegeben dann, oder was? alle, an Oder? alle, an Ja. alle hier. Wir hatten Warenbestand immer von 6 Flaschen Ja, Krimsekt. ja. Ich glaube, 80 Mark die Flasche. Ja. Flasche, hier sind 100er. Flasche, hier 100. Du, Klaus, die Krimsekt ist alle. Ich habe keinen mehr. Ich habe auch keinen Schlüssel für den Warenbestand. Ja, dann geh zu mir in den Kofferraum. Ich habe eine Kiste Krim immer hinten drin. Dann habe ich die Kiste Krim, 6 Flaschen, kalt gestellt. Dann hat er gesagt: Gib mir mal eine Krimsekt. Ich sag: Du, du Kreber, 80 Mark von dir. Ich habe ihm praktisch seinen eigenen Krimsekt aus dem Kofferraum verkauft. Und mir gedacht, wenn der mit dem Zollstock arbeitet, dann will ich auch ein bisschen Geld verdienen. Ja, hat er dann auch bezahlt. Und dann gab es ja immer diesen Klassiker mit der Musicbox, die ja geil bestückt ist mit Musik 50er bis aktuelle Sachen. Es durfte aber nur deutsche Musik laufen und Okay. Schlager. Und dann hat er ein Ding gehabt, Ibo. Ibiza hieß das Lied, Aha, weil da okay. kam eine Strophe und bla bla bla. Wir trinken roten Krimsekt. Irgendwie kam da. Und wegen dieser Strophe musste dieses Lied immer wieder laufen. Aha. Und dann haben die Gäste ja, die drücken AC/DC, die drücken, was weiß ich da, die drücken alles. Und ich habe War einen dabei. Knopf, alles weggedrückt. Man hat 5 Mark bekommen, da hat man 14 Lieder gedrückt. Dann habe ich dreimal Ibo gedrückt, Ja. einmal einen HSV-Titel, damit Abwechslung drin ist. Und dann wieder dreimal Ibo. Und dann hat er dir aber 500 Mark gegeben, damit er seine Scheiße hört. Und alle anderen waren natürlich genervt. Und du warst in einem Struggle. Du wolltest die 500 greifen. Du wolltest Klaus bei Laune halten. Du wolltest aber nicht, dass die anderen Gäste Ja, gehen, klar. ne? Und dann hast du 2 andere Lieder gedrückt, wo du wusstest, die kommen jetzt gut an. Mambo Number 5 und was Ja, weiß ich. ja. Und die haben gefeiert. Dann war Klaus wieder genervt. Und dann, das war schon Man ein muss das Zwickmühle. richtig managen, Du ne? musstest richtig strugglen, um alle bei Laune zu halten, um deinen Schnitt zu machen. Und ja, dann bin ich zum Baumarkt und habe mir einen Zollstock gekauft und habe mich selbstständig gemacht. Die Zeiten sind vorbei, Die ne? Zeiten sind Laserpointer, vorbei. weißt Ja, du? Ja. Laserpointer, Digitalisierung. Fuck Seitdem you! ging's bergab bei ihm, Ja, ging ne? richtig bergab. Den ging es richtig bergab. Der hatte ein trauriges Schicksal in der Familie. Dann war richtig versoffen, ich glaube mit Drogen und. Da war ganz lange weg vom Ball.
Und letzten Sommer sitzt er vorm goldenen Handschuh. Nee. Vorm goldenen Handschuh. Ihr habt ja da diese kleine Sommerterrasse. Ja. Und ich denke, Klaus, ich habe noch ein Foto mit dem gemacht. Ich habe mit dem, ich konnte es nicht glauben. Ja. Frisch wie der Frühling. Oh, ja. Ich weiß nicht, ob das so ist. Oh, Alter, warum machst du Liegestütze, Digga? Ja, was ich sagen, Klaus sitzt da frisch wie der Frühling. Ich sag, Digga, was ist los mit dir? Ja, ich habe meine Felder in Polen verkauft, aber ich bin Redakteur, ich habe mein Team wieder zu, ich glaube, ganz viele Albaner haben für den gearbeitet, habe die Leute wieder an Bord geholt. Er war wieder da. Also er war wieder da. Ohne Zollstock, aber konnte trotzdem noch Geld verdienen. Ne? Also richtig gefangen. Klaus, wieder. Wenn du das siehst, komm vorbei, für dich holen wir auch wieder Krim. Gibt's das noch Krimsekt bestimmt? Es gibt noch Krimsekt. Ja. Aber ich glaube, der ist jetzt wahrscheinlich schwierig, ne? Ja, Moskau kommt der denn daher? Oder ich weiß es auch gar nicht. Der kommt aus der Krim. Der kommt, der Krimskoje, der heißt Krimskoje. Der kommt aus der Krim. Na, siehst du. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich schwierig zu kriegen. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht hat er noch den Keller voll. Wahrscheinlich haben die an. Der hat den Daimler noch mit dem Kofferraum. Wenn du was hast, bring mit. Bam! Wir nennen es dann nicht unbedingt russische Woche, das ist jetzt nicht so angebracht, aber das Lied kann ich besorgen, Ukraine, aber das wäre okay. Ukrainische Woche? Ivo. Kein Problem. Ibiza. Müssen wir reinmachen. Müssen wir wieder reinmachen. Mach rein. Das, es geht eine Träne auf Reisen, der absolute Topseller. Muss es werden, ne? Ja, muss. Weltgeschichte. Muss. Hör mal. Also, Hammer. Also, ich brauche erstmal einen Schluck. Cheers, mate. Eine Weltklasse-Geschichte. Also, ja, so eine Typen. Wie geschrieben. Kannst du nicht ausdenken. Kannst du nicht. Das sind eben Storys. So hatte ich ja auch den Heinz damals kennengelernt. Ja. Ich habe meine Sachen rausgeknallt. Und echt jetzt? Und ich sage, ja, 100 Pro so passiert. Und deswegen, so kam das ganze Buch in den Sinn. Ja, er hat gesagt, die Geschichten finde ich geil. Ich schreibe das mal alles ein bisschen auf. Dann hat er alles aufgeschrieben, dann rief er mich an. Du, wir verpacken das alles in die Honka-Zeit. Mhm. Und ja, der Rest ist Geschichte. Das kann man sich auch nochmal in dieser, das war auch eine knappe Stunde, würde ich sagen, Dreiviertelstunde habt ihr da Live-Podcast gemacht. Etwas da über eine Stunde, wird das auch nochmal verarbeitet. Kann man sich jetzt, wie gesagt, alles nochmal anhören auf Spotify, Kiezmenschen. Super geile Folge. Also es hat mega Spaß gemacht, der Abend. Die Leute waren gut, das hat dir auch gefallen, ne? Du hast gute Resonanz bekommen. War noch nie in meinem Leben auf irgendeiner Bühne, außer, ich habe ja immer gesagt, der goldene Handschuh-Tresen ist meine Bühne. Ja. Da habe ich immer performt. Ich bin eigentlich so nicht so extrovertiert. Mhm. Ich bin eigentlich mehr, aber gehe ich hinter irgendeinen Tresen, ist das, da geht bei mir irgendwas an, ey. Da habe ich Bock zu entertainen. Mhm. Ich habe Bock zu labern, Leute Bock zu voll zu sammeln, ich habe Bock, die Storys zu hören, ich habe Bock, was zu erleben. Man erlebt ja immer was, ne? Ja. Also 1990 habe ich angefangen, vor 32 Jahren. Und selbst heute gehe ich noch in goldenen Handschuh oder im Knallermann ist das auch manchmal so, aber eigentlich mehr so handschuhspezifisch. Und man denkt, ey geil, was für eine Konstellation hier. Ja. Was für eine Konstellation ist das jetzt gerade hier? Ne? Und man kann Sachen da erleben, die erlebst du nirgendwo anders. Ja, also das muss ich jetzt auch sagen, ich bin ja jetzt nun seit 4 Wochen noch näher dran als je zuvor, weil jeden Tag hier und so weiter, morgens, mittags, abends, nachts, zu verschiedenen Zeiten. Und das haben wir letztes Mal schon mit Vana und Daniel, habe ich das so ein bisschen aufgearbeitet, diese Verschiedenheit in den Schichten, ne? Ja. Unter der Woche anders als am Wochenende, tagsüber anders als nachts und so. Ja, das ist ja schon echt immens, ne? Es ist manchmal wie ein anderer Laden auf einmal, ne? Das ist wie ganz ein anderer Laden. Feeling. Das ist sogar wie ein, dein Vater hat auch, ich würde fast sagen, Jahrzehnte die Nachtschicht gemacht. Mhm. Wir sind, dann bin ich ja gekommen, der hat ja 8 oder 9 Jahre vor mir angefangen. Also nicht Jahrzehnte, sagen wir ein Jahrzehnt hat er die Nachtschicht gemacht. Dann bin ich in den goldenen Handschuh 1990 gekommen und habe da angefangen. Jörn hinterm Tresen, ich vorm Tresen, mir das Ganze eben aneignen. Und dann hatte ich das relativ schnell drauf. Dann ist unser Vater, unser damaliger Chef und Vater, mehr oder weniger in Rente gegangen. Er hat sich zurückgezogen, beziehungsweise hatte er auch noch andere Geschäfte und hat uns den Handschuh machen lassen. Und dann hat Jörn gesagt, ich gehe in die Frühschicht, weil morgens eben die Lieferanten und weil alles, was geschäftlich abging, das war schon immer Jörn sein Thema. Ich war immer so ein bisschen der vorne der Macher und Jörn hinter den Kulissen, der war immer ein bisschen der, war mehr im Thema als ich. Der ist in die Frühschicht gegangen und nach 10 Jahren, muss man sich mal vorstellen, goldene Handschuhe Nachtschicht, ist er in die Frühschicht gegangen. So verschieden ist das Publikum, dass die gesagt haben, bist du der Neue hier? Bist du neu hier? Hat er mir auch mal erzählt. Die haben Jörn gefragt, ob er nach 10 Jahren, ob er der Neue ist, weil er nur die Schicht gewechselt hat. Ja, also einige Leute sind so angefangen, die steuern den Handschuh eben nur morgens an und abends haben die keinen Bock drauf. Und das gibt's heute noch. Stimmt, ne?
Ja, richtig, das hat er mir auch mal Ja, erzählt. bist du der Neue Unglaublich, hier? ne? Ja, ich bin ganz neu, seit Ja. 10 Jahren. Ja, lustig. Ja, also die Nachtschicht habe ich ja auch mir schon ein, zwei Mal angeguckt, sogar ja mal bei dir als Kellner, das ist schon ein bisschen länger her. Okay, ja. Kannst mich noch Stimmt, erinnern, Alter, das ist glaube ich stimmt. so 12 Jahre her Ah oder so, ja, haben wir irgendwie mal. so, da habe ich noch Oh. studiert oder so, ja, das ist sehr, Stimmt. sehr lange her. Ja. Und auch jetzt mal letztes Jahr auch mal hinterm Tresen. Und ich werde in Kürze, ich sage aber noch nicht wann, aber vielleicht hat der eine oder andere Bock, dann auch mal morgens mal reinzugucken, der das auch noch nicht kennt. Ich werde nämlich jetzt auch noch mal eine Frühschicht machen demnächst. Ja, muss einmal alles durchlaufen, Habe das ich auch mal macht richtig Bock Laune. drauf. Ja, wie gesagt, ich sage nicht wann, aber demnächst werdet ihr mich auch mal Frühschicht da sehen und dann werde ich euch bedienen und mal gucken, wie das so wird. Also ich kenne es natürlich jetzt sozusagen passiv, ne? Aber das ist ja noch mal was anderes, mittendrin zu sein, damit zu Kennst du doch von ackern. zu Hause. Passiv, Klar. aktiv, das ist ein Unterschied. Ja, völlig, völlig. Man muss beides können. Muss, man muss, man muss. Alles bedienen. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird, glaube ich, wild. Ja, bis dahin gibt es noch ein bisschen was zu tun. Wie gesagt, jetzt das Wochenende geht los, haben wir schon abgearbeitet. Du machst erstmal ein bisschen entspannten, wohlverdienten Urlaub. Ja, ich mache Urlaub und dann hab ich praktisch die Idee irgendwann mal aufgegriffen. Das hat lange gedauert, bis ich das alles umgesetzt habe, bis ich Produkte hatte, bis ich einen tollen Typen hatte. Wir haben in der Rockbar ein tolles Logo. Das hat Maddi mit ihren schönen Gruß an Maddi. Das hat Maddi von ihr, die hat ja ein Tattoo-Studio und eine Mitarbeiterin hat ein tolles Logo für mich entworfen. Das war eigentlich für die Angestellten als T-Shirts. Das haben wir im Handschuh ja auch gemacht. So nahm das seinen Lauf mit dem Merch. Und die haben mir gesagt, oh, das Logo sieht geil aus. Dann haben wir T-Shirts machen lassen, Basecaps machen lassen, Badelatschen machen lassen. Was haben wir noch? Mützen. Ich habe allen möglichen Scheiß machen lassen. Ja. Da ist jetzt eine Alex, ist ein schönen Gruß Alex. Das ist mein Merch-Typ, der hat mir den ganzen Kram besorgt. Eine bekannte Lili Waderkant, die kennt ihr, Bildchen hängt ja auch hier, hat praktisch mir so einen Webshop zusammengestellt und das ist jetzt alles am Start. In Das den bringt Startlöchern. wir jetzt Das heißt, man demnächst. kann sich komplett mit Rockbar Man kann eindecken. sich Rockbar-Merch Weil das so Geile ist ja, reinsegeln. man kann sich damit anziehen, aber man kann den Laden hier auch tatsächlich mieten. Das ist nämlich eine Besonderheit, ne? Das machen wir nicht im Knallermann, das machen wir auch nicht im goldenen Handschuh. Auf gar keinen Aber Fall. diese kleine, süße, geile Kiez-Location, jeder, der es nicht kennt, bitte unbedingt mal gucken. Ihr seht das im Hintergrund, allein das Licht hier und so, ist eine richtig schöne, geile, gemütliche Ja, Kellerkneipe. wie so eine kleine Grotte, ganz gemütlich. Ja, kann man. Wir haben Kann ja nur man am mieten. Wochenende auf. Freitags, Samstags hat der Laden immer auf, von abends bis morgen, bis mittags, je nach Betrieb. Und wir haben schon die ein oder anderen Veranstaltungen hier gehabt, vor 2 Wochen zuletzt. 30. Geburtstag war Ja, ein dabei auch 30. mal. Geburtstag Ja. und dann kann man den Laden wirklich zu guten Konditionen, kann man mich anschreiben oder ja, Telefonnummer gibt es hier, hängt hier überall rum im Laden. In 14 Tagen haben wir hier auch wieder eine Feier, da sind glaube ich schon 60 Leute angemeldet. Oha, das wird dann aber kuschelig, Das ne? wird richtig kuschelig. Aber wir haben ja auch schon Videodreh gehabt von einer Band, die hat eine kleine Bühne hier aufgebaut und Ja. das waren auch, glaube ich, 50 Leute. Man Ja. mag es nicht glauben, aber Passt dann irgendwie, ne? Ja. passt, passt, ist voll, aber geile Ja. Stimmung. Macht Laune, macht richtig. Dieser kleine Laden, also wie gesagt, goldene Handschuh, Knallermann, verdienen wir unser Geld mit, macht auch Spaß, aber das ist so eine kleine Leidenschaft von mir hier Ja. geworden. Ne? Der war lange in anderer Hand, dann war lange zu und jetzt. Auch natürlich Corona gebeutelt so ein bisschen, aber Ja. den bringen wir wieder auf Schwung. Ja, und ich Ja. glaube auch dieses Thema wirklich mal hier sich einzumieten, also das kann man ja auch hier nicht überall, aber wenn man sagt, ich habe irgendwie Bock zentral auf den Kiez zu feiern, aber privat, ich will irgendwie ein bisschen für mich sein mit meinen Ja, Leuten, ja. ne, 30. Geburtstag, was auch immer der Anlass ist, Ja, ab 20, 25 Leute macht das Sinn. kann Da man wird das. eine Barfrau gestellt, ein Türjunge steht vor der Tür, der für Ruhe sorgt. Das ist für alles, für Getränke. Mit dem Caterer kann man auch zusammenarbeiten. Das Ding kann man komplett für sich haben, kann auf dem Hamburger Berg wildeste Partys feiern, ohne dass Ja. sich irgendjemand beschwert. Also wirklich no limit. Und Und für. danach kann man in den Shop gehen und sich noch ein paar Latschen mitnehmen oder so. Weil das Logo Wallabam! sieht echt cool aus. Hast du es irgendwie gerade da? So, kannst du was zeigen? Oder Wow! spontan? Nee, Spontaner Überfall? hab ich tatsächlich Blenden wir noch mal nicht. ein. Du wirst ja noch mal dann sagen, jetzt ist er live und so. Also alle, die da irgendwie Interesse daran haben, sollten dir auf Instagram folgen. Rockbar gibt's auf Instagram. Oh ja, genau, Ne? richtig. Da kann man dir sicherlich auch schreiben, wenn man eine Anfrage Kann hat, man ne? auch mal machen, ist auf jeden Fall. Die ganzen Social Media Dinger sind wir natürlich jetzt drin. Ganz, also
Internet ist ein ganz verrücktes Medium. Ganz, ganz wichtig. Das ist so ein bisschen Neuland noch, ne? Ja, es ist ein bisschen ein Neuland, aber wir fummeln uns da rein. Aber ich habe auch das Gefühl, das wird sich schon etablieren, das Ganze, ne? Dieses ganze Thema Internet und so. Ich felsenfest davon, Ja. das setze ich durch. Ich Das gerade Ding so setze lachen, ich ich durch. gucke Ich gerade sag, mal. ich denke sogar weltweit. Ich gucke gerade mal in die Kommentare hier. Unser gemeinsamer Freund Memo, Ja. Helmut de Jesus Lässig, Oha. hat gerade wieder einen Spruch Hat er abgelassen. aber einen schlimm, ne? Oder? Kann man Ja, immer aber so. schon irgendwie auch witzig. Das Es Gerücht geht aber geht. immer auf meine Ja, Knochen, der schon ein bisschen. Klatschbase. Ja, immer, immer, immer. Der struggelt mich im Internet nur an. Ja. Irgendwann kriegt er eine, so eine schöne gesprungene Kopfnuss. Was sagt er denn? Ich kann gar keine Das Meinung Gerücht bringen. geht um, dass Sascha einen riesen Bizeps hat. Stimmt ja gar nicht. Oha. Ich habe aber eben noch Aber er hat auch, 25. das ist auch Hier, ein großer Pullover, ne? Muss man dazu genau. sagen. Und ich habe 25 Liegestütze eben noch gemacht. Ja. Das ist Aber eher komm, ich. Trizeps vielleicht, ne? Muss auch mal ein paar Ja, Klimmzüge stimmt. machen. Ja, weiß ich auch nicht. Rücken. Oder du sitzt ja auch weiter vorne als ich. Deswegen sehe ich natürlich aus wie eine Backpflaume neben dir. Das ist Daran natürlich liegt's, daran ein liegt's. scheiß Winkel. Hau weg. Ah, herrlich. Zack. Oha. Ganz genau. Und die fange ich auf, die Nuss, sagt er. Alles klar. Ja, das ist doch super. Hier, Mensch, Memo, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe mitbekommen, dass du ja auch, das ist auch kein Geheimnis, weil du es im Internet gepostet hast, auch Großvater bist. Ne? Oha, Memo ist doch auch Opa, oder der nicht? ist Opa Ja. geworden. Sein Sohn Miguel hat einen kleinen Sohn Schöne bekommen. Sache. Ich, einen Sohn oder Tochter? Alter, nee, einen Sohn hat er bekommen, Weißt du, glaube ich. das weiß ich jetzt Ja, gar ich weiß nicht. jetzt nicht, ob Memo Opa oder Oma geworden ist. Aber Wie ist denn ja. das bei dir? Da ist doch, kann man darüber reden offiziell oder ist das Ja, so? eigentlich wollte ich das nicht, aber Nee? Okay. ja, aber es lässt sich ja, Aber wenn das man, wurde im Live-Podcast auch gesagt, deswegen dachte wenn ich man gern. meine Tochter jetzt so sieht, Dann kommt ja auch was. das ist keine Nahrungsmittelschwangerschaft, das Wie Feinkostgewölbe. schön. Ja, die wird im Sommer, kriegt die ein kleines Mädchen voraussichtlich. Und ja, damit werde ich. Ich sag's nicht, aber ja, ich werde Opa Findest im du das Sommer. schlimm, das zu sagen? Ganz ehrlich, Nein, ernst gemeinte nein, Frage, ja, jetzt mal. fühlt sich komisch an. Ja. Ich bin in der Birne, habe ich noch das Gefühl, ich bin 25. Ja, da bist du ja auch. Optisch bin ich 35. aber Opa identifiziere ich nicht mit, wobei die Lage als solche oder die Situation als solche natürlich extrem geil ist. Ne? Klar. Also wenn ich so meine Tochter, letzte Woche war sie bei mir und mit ihrer Bombe läuft sie durch die Gegend und dann wollen wir uns irgendwann jetzt treffen, Baby-Kinderwagen kaufen und Ja. alles wird jetzt, ich glaube in 10, 11 Wochen ist es dann auch soweit. Das geht Das, so, ja, ja. das ist schon, das ist irgendwann den Wurm in der Hand zu haben und sagen, Bestes Gefühl. gar nicht so lange her, als ich Ja. Sie so in der Hand hatte und jetzt habe ich meinen Enkel in der Hand. Ja. Also Unglaublich, das ist ne? schon bombastisch. Was für schöne Sachen passiert sind innerhalb Ja, der es letzten passieren, 12 Monate, ja, oder? passieren auch geile Also, Sachen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. freut Ja. mich auch richtig, muss ich wirklich sagen. Also, das wird nochmal ein ganz großes Highlight Ja, dieses wir Jahr. werden, Memo ist, ich muss noch mal sagen, Memo, wir müssen uns noch was überlegen, ob es Kindersätze für unsere Bikes gibt. Wir sind ja beide leidenschaftliche Harley-Fahrer. Und ob wir die Enkelkinder mit den Bikes dann mitnehmen können, da müssen wir uns noch was einfallen Ja, lassen. bestimmt. Weil eine Tasche für den kleinen Hund habe ich. Aber da kann man auch das Baby Problematisch. Na reinmachen, ne? klar, warum denn Ja, nicht? ach, ist doch überhaupt gar Und kein er sagt Thema. gerade, es heißt Patron und nicht Opa. Oh, Chico, guapo! Patron ist auch nicht schlecht. Salut! Weil ich frage wirklich aus dem Grund, weil ich erinnere mich noch an meine Beziehung zu meinem Opa, dein Vater. Ja. Der fand das lange Jahre nicht so cool, wenn ich ihn Opa genannt habe. Kannst du dich Okay. da auch noch dran Ja, erinnern? Der natürlich, hat das klar. nicht so gut gefunden Logo. irgendwie. Meine Tochter durfte bis zuletzt nicht Opa sagen. Ja. Also das Das fand hat er, lange weil er ja gedauert. natürlich in zweiter Ehe auch selber kleine Kinder noch hatten. Ja. Ne? Und dann, wenn die Papa gesagt haben, und dann kam von seinem erstgeborenen Sohn das Enkel oder der Sohn an, du, und dann hast du den Opa, das hat ihn ein bisschen getriggert. Ne? Ja. Aber das werde ich mit Stolz, werde ich Ja, das ist so richtig so. das Ja. Granny, let me be your Granny. Guck mal, der andere Opa meldet sich auch gerade im Chat, ne? Mein Papa, der ist ja auch Opa, ne? Ich habe ja auch einen Sohn, wie vielleicht der eine oder andere weiß. Guckt hier auch zu, schön, dass du dabei bist. Ja, das ist einfach was Tolles. Muss man einfach, kann man nicht sich doll genug drüber Nee, freuen. Weil ich glaube, dieses Gefühl, also selber ein Kind kriegen, ist ja schon das Hammergefühl schlechthin. Aber absolut. wenn das der Mensch, den du mitgeschaffen hast, dann auch noch einen Menschen erzeugt, also Das das ist ist so völlig für im Moment noch crazy. total surreal. Ja. Kann ich noch nicht greifen, kann ich noch nicht auch nicht begreifen. Ja. Aber wenn es denn da ist, ja, ich glaube, dann Mr. fällt auch Love. nichts mehr ein. Mr. Ja, Love. dann bin ich Mr. Love. Dann
Granny L-O-V-E. Ja, dann bin ich sprachlos, glaube ich. Dann falle ich hinten über, dann packen mich die Emotionen 100%. Bin ja eigentlich so nicht so viel zu schocken mit irgendwelchen Dingen, aber dann wie hat unser Vater immer gesagt, dann bleibt mir, glaube ich, die Kacke weg. Hat er gesagt? Wenn ihn irgendwas extrem gecatcht hat, hat er, Alter, das glaube ich, also da bleibt mir ja nur wirklich die Kacke weg. Den kann ich doch nicht. Nicht dein Ernst. Jörn, sag was. Ist unserem Vater immer die Kacke weggeblieben? Oder? Doch immer, wenn irgendwas. Das drücken wir auf ein T-Shirt. Das ist schon wieder so weg. Ja, ist die Kacke weg. Ist das geil. Stimmt. Das ist nicht schlecht. Hatte ich aber auch nicht so drauf, aber das hat er immer gesagt. Ich erinnere mich noch an einen. Du, Sascha, das muss ich dir sagen. Wenn du das gesehen hättest oder das. Und das war ja ein geiler Geschichtenerzähler. Ja. Da war ja dann Tresen auch eine Macht, der Typ. Ja. Das glaubst du nicht. Dann wäre dir die Kacke weggeblieben. Freude, Verstopfung. Ja, keine Ahnung, Verstopfung vor kein Plan. Ich erinnere mich immer noch, das hat er, da habe ich auch noch von niemandem anderen gehört, das hat er doch auch immer gesagt, gehong, oder nicht? Gehong? Das hing da nicht, das hat gehong. Das hat gehong. Oder? Punkt, dein Vater war. Ja, ehrlich? Nein. Oder wo ich das her? Ja, das haben wir da irgendwo hingehangen. Ja. Das war nicht sein. Der hatte, glaube ich, ein bisschen asiatische Einschläge oder so. Das hat er gehong, Kong. Ja, tatsächlich. Hat man ihn auch nicht belehren können. Hat ihn aber auch nicht interessiert. Unser Vater war ja so, den haben ja ganz viele Sachen null interessiert. Ja, da hatte er auch kein Schamgefühl. Ziemlich schmerzfrei. Der hatte keinen Scham, der war nichts peinlich. Ja. Als ich Teenie war und in Urlaub und dann waren wir in irgendwelchen, auch glaube ich Gran Canaria oder so, ich war 12, 13 und wir waren auf irgendwelchen Shows, erst gerne in Travestie-Shows und diese ganzen Sachen fand er immer toll, Glitzer, Glamour, laut. Und dann sind die rumgegangen und haben irgendwelche Lieder performt, die jeder mitsingen konnte. Ja. Jeder. Ja. Und dann El Viva España. Ja. Und dann konnte man als Zuschauer den Refrain singen. Ja. Und wenn der mein Vater das Mikrofon hingesungen hat, also die Sonne scheint bei Tag und Nacht, und dann sollte er El Viva España sagen. Dann hat er ihm das Mikro weggenommen. Also hat das Mikro weggenommen und hat sich hingestellt und hat gesungen, wer wird Deutschland Meister? Ha, ha, und ich bin unterm Tisch auf allen Vieren weggekrabbelt und hat irgendeine Scheiße immer dazu gesucht. Und dann musst du dir mal vorstellen, der Typ ist so pervers, das kam natürlich gut an. Ja, ja. Und dann waren wir irgendwann in der Stammgäste. Und die alle völlig raus. Alle Westfalia oder so, in der Cita, Gran Canaria, in Maspalomas, irgendwo. So, und dann sind wir da wieder hin und ich denke, das macht der Idiot jetzt nicht nochmal. Das hat er ja wohl gelernt. Und der singt wieder irgendein Lied, hält mein Vater das Mikro hin, mein Vater nimmt wieder das Mikro und singt, was ist grün und stinkt nach Fisch, Werder Bremen. Und es war dann irgendwie, das war dann so gang und gäbe. Der Typ hat ihm aber immer wieder das Mikro hingehalten. Ja, und ich habe mich totgeschämt. Heute hätte ich es natürlich witzig gefunden. Klar. Aber als 12-, 13-Jähriger, ja, wie gesagt, mein Vater hatte keine Schamgrenze. Ja. Ja, der hatte keine Schamgrenze. Ja, dem war nichts peinlich. Und deswegen ist ihm auch ab und zu die Kacke weggeblieben. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber das war auch so ein Ding, das kannte ich nur aus unserer Familie. Das hat, glaube ich, auch Nils Meyer mal gesagt. Das fand er auch immer so witzig. Dieser Schnack, jemand reißt den Arsch hoch. Ja. Das kommt doch auch irgendwo von uns, von ihm oder wo kommt das her? Ja, das wird von ihm. Der hat den Arsch hochgerissen. Ja, der hat den Arsch hochgerissen. Das muss man sagen. Wenn jemand verstorben ist, dann ist das. Es gibt ja sowieso so einen St. Pauli-Speech. Ja. Den gibt's ja. Ist es eher so St. Pauli? Das ist, ja, ich denke, das ist St. Pauli-Speech. Ja. Ja. Viele Sachen sind hier im Milieusprache. Ja. Die Zuhälter sind ja die Luden und 5 Mark war der Heiermann und die Musicbox war der Tango-Diesel oder die Pufftrommel. Okay. Dann gibt es ja die ganzen Piepshows hier. Das waren die Wixmin oder Onanier-Studios. Und man hatte einen eigenen Speech hier. Okay. Ne? Und das gehörte eben dazu. Ein Hund war ein Keilov, kennt heute auch keiner. Nee. Was ist denn das für ein Keilov? Und ganz viele Worte von damals, die benutzt heute keiner mehr, aber die waren gang und gäbe. Arsch fand ich auch immer geil. Ja, aber Arsch hochgerissen, ja, der ist verstorben. Was, der hat einen Arsch hochgerissen? Ja, der hat einen Arsch hochgerissen. Muss man sich mal reintun. Oh, nee. Ja, unglaublich. Ach ja. Ja, Leute, ey, ich wollte eigentlich noch ein Feld aufmachen, aber ich weiß gar nicht, wie wir da die Kurve kriegen, weil wir waren jetzt die ganze Zeit irgendwie so im Gag-Modus hier. Ich wollte dich mal so halbwegs ernster fragen, was sind denn so
Also was bringt dich richtig zum Giggeln? Worüber lachst du? Was sind so Sachen, die dich... Also ich bringe dir mal ein Beispiel, was ich irgendwo, womit man mich immer kriegt. Meistens so Wortspiele oder Parodien. Ich Ja. weiß nicht warum. Es macht mich immer fertig. Ein Ding habe ich gehört, das muss ich dir kurz erzählen. Der ist aber geklaut, den habe ich, glaube ich, bei Olli Schulz oder so gerade gehört jetzt. Und da bin ich im Auto gefahren, höre das so, musste echt im Auto für mich selber lachen. Und der ist super platt, aber er hat irgendwie so erzählt, ja, kennst du noch Michael Ammer, ne? Ja. Partykönig aus Hamburg, Ja, glaube ich, klar. irgendwie weltweit, keine Ahnung, war Ja, mega Nummer, hat immer Partys gemacht, ne? Auch die ganzen Promi-Partys und so. genau. Und dann ging es irgendwie so, ja, stell mal vor, der hat einen Sohn oder so, wusste man nicht so genau. Vielleicht hat er einen Sohn, vielleicht nicht, keine Ahnung. Und wenn der einen Sohn hat, dann der so diese Party-Szene dann weitermacht, ne? Also erstmal ist es ja Amazon, ne? Ja. Der Amazon. Und die Partyreihe nennt sich dann Prime. Amazon Prime. Ich weiß nicht warum, aber sowas finde ich Nee, tierisch finde ich auch geil. geil. Also so eine Wortwitze sind natürlich sehr geil. Missgeschicke ist der Ja. Klassiker immer bei mir, wenn ich irgendwo sitze und jetzt auch in unseren Gaststätten auch kann Ja. man schön sitzen. Irgendjemand passiert immer irgendeine Ja. Scheiße, dann verliere ich die Kacke. Da verliere ich die Kacke, wenn irgendwelche ausrutschen, irgendwas runterfällt, irgendwie ein Pfiffi hängt auf halb acht oder ein Gebiss fällt aus der Fresse oder so eine Sachen passieren ja. Oder irgendwelche geilen Typen sitzen am Tresen, irgendwelche möchtegern Gigolos und dann kommt bei uns kommen ja auch viele vereinzelt Transvestiten oder Transsexuelle oder wie wir sie nennen wollen, ist doch scheißegal. Und einige sehen wirklich sowas von geil aus. Ich erkenne es immer, man hat da einen Blick für. Aber ich muss manchmal schon zweimal gucken. Und wenn die sich dann zu so einem Dude stellen und sagen, hier Bierchen, Piccolo und am Arsch und es wird geküsst, gemacht, getan. Und dann fährt man nach Hause, man hat praktisch Feierabend, Ja. man duscht, man frühstückt, man isst, man tritt seinen Dienst wieder an, 15, 16 Stunden später. Und die beiden sind immer noch da. In love. Er hat Herzen in den Augen. Aber nun kommt's. Make-up dichtet ja nun nicht den Bart ab nach 2 Tagen. Und wenn nach 3 Tagen auf einmal, und das gibt es, nicht nur ein- oder zweimal erlebt, Ja. die sind 2, 3 Tage da. Das kommt ja oft bei uns vor, dass Leute etwas länger dann da sitzen am Ja. Tresen. Und der fängt beim Knutschen an zu kratzen. Ja. Und du siehst, er Also rafft denkst du, es. irgendwas stimmt da nicht. Er rafft es. Du siehst ihn an, jetzt rafft er. Irgendwas ist da nicht koscher mit dem Ja. Typ. Aber die Hormone spielen so verrückt, dass es dann irgendwann scheißegal ist Okay. und man trotzdem abdampft ins Okay. Onanierstudio und sich anfassen lässt. Okay. Das sind natürlich Momente, wo ich so denke, ich kann nicht mehr. Das ist aber sehr, sehr geil. Also wirklich, okay, wo du wirklich siehst, okay, jetzt hat das geschnallt, aber denkst, ich bin zu tief drin, da komme ich nicht mehr Ich raus, bin zieh ich jetzt durch. Augen zu und durch. Oh Gott. Egal, ja, glaub mir, nicht nur einem. Und Transvestiten machen sich einen Spaß daraus, Gerade so eine Nice. Heten durchzuknallen. Okay. Ja, ich hab's erlebt. Eine Hete ist ein Heterosexueller, der eigentlich natürlich als Mann eher auf eine Frau steht, Ja. auch auf eine biologische Frau. Wie viele mit diesen Mädels mitgegangen sind, Ja. da bin ich doch schon manchmal erstaunt gewesen. Erinnert mich Ne? gerade an Hangover 2 oder so. Ja, Kennst du die genau. Szene, wo ich... Wir sind beide. Es war so schön, wir sind beide zusammengekommen. Ich in dir und du auf dem Boden. Weltklasse, ne? Das ist, bei sowas könnte ich dann auch zusammenbrechen. Aber bei Hangover ist es eine Geschichte. Ja, Wir okay. erleben Ich sitze es sowas. live, ja, das Wir stimmt. erleben sowas live. Ja. Ja, geil. Ach Mann, ey. Oh, schon alle. Nicht so viel drin Ja, in unserem Bier, ne? ich muss auch sagen, meins ist auch durch, aber so ein Heineken löscht auch mal gut den Durst. Oh, kann man nicht mehr gern, ne? Das geht. Für kleines Geld auch noch immer. Kann man nicht. Wir haben die Preise nicht Was kostet das hier bei erhöht. dir? Das Heineken? 2,90. Oh, siehst du. 2,90. Alles unter 3 Euro. Bis für den Kiez musst du erstmal suchen. Da Ist sind wirklich rar geworden, wir ja. wenig, wenig, wenig Gaststätten. Dazu gehört der Goldene Handschuh, die Rockbar, der Knallermann, wo die meisten Produkte, jetzt gerade Bier und alles eben, alles weit unter 3 Euro Ja. ist. Ne? Also Geld sparen, auf dem Hamburger Berg fahren. Oh, Ja, hallo. Hier wird noch Werbung gemacht. eben.
Ja, ich glaube, besser wird's kaum noch, oder? Hast du noch irgendwann, haben wir alles abgearbeitet? Ja, wir haben alles erwähnt, Also alles dafür, dass wir besprochen. eben hier bis eben wirklich hart am Struggeln und am Malochen waren und Ja. uns schnell vor die Kamera geschmissen haben Ist und so ein vorbereitet. flottes Stündchen mal eben schnell rum und vor Stunde allem, schnell rum und es war amüsant, ich ne? muss sagen, es hat Ja. mega Spaß gemacht. Auf jeden. Das jetzt künstlich in die Länge zu ziehen, vielleicht ist das jetzt auch einfach mal, Am schönsten oder? aufhören und wir bummeln da irgendwann nochmal einen Haben wir ran. alles erwähnt, ja, ne? Wir haben alles gesagt, was hier, du kannst es hier mieten, du Die kannst hier Läden sind shoppen. auf. Am Wochenende geht's wieder Samstag ab. fällt alles weg, was Ja. an Regeln ist. Von Samstag auf Sonntag fällt alles weg. Ihr könnt den goldenen Handschuh und den Rockbau und den Knallermann ansteuern, ohne alles. Ab Samstag 0 Uhr. Keine Masken, kein Alle Impfzertifikat, anderen kein Läden gar natürlich nichts. auch, ne? Alle Fairerweise. anderen, aber man kann sich natürlich auch mal da bewegen, wo man gerne mal dabei sein Natürlich, möchte. natürlich. Ne? La Logo. Schöne Kiez-Tour, Leute. Ne? Ohne immer an jeder Tür wieder alles vorzuzeigen. Also das Ja, bietet sich jetzt ab. Kiezen wird jetzt interessant. Ne? Kiezen fängt Ich jetzt glaube auch an, wieder diese Laune zu Bewegung machen. macht wieder mehr Spaß. Das Ne? ist doch das Schöne auf St. Ne? Pauli. Ja. Keiner ist doch. Es gibt ein paar, die verlaufen sich in einigen Läden und bleiben dann da 2 Tage kleben. Aber eben die Vielfalt, das ist doch das Geile. Ja. Du guckst mal einen goldenen Handschuh, mal einen Knallermann, mal in den Elbschlosskeller, dann guckst du mal einen Club, dann gehst du was essen oder von den Theatern marschieren die da drüben. Diese Vielfalt, das ist St. Pauli. Ja. Das ist Kiezen. Ah, und einen unserer guten Freunde, den werden wir jetzt Samstag auch noch zusammen besuchen. Das ist mir noch wichtig, einmal zu erwähnen, denn der feiert sein 20-jähriges Jubiläum mit der 99 Odin, Cent Bar jetzt Odin. am Samstag. Geil, ja, da Das werden wir werden wir uns nicht hingucken. entgehen lassen. For real werden wir da hingucken. Also auch da finde ich übrigens auch krass. Vielleicht kriege ich das auch nochmal hin, dass er auch nochmal Zeit findet, wieder hier mit mir zu schnacken, weil letztes Mal, als wir gesprochen haben, hatte er sich ja gerade neu erfunden in diese Casino-Geschichte und jetzt ist Genau. es wieder ein neues Konzept, eher so auf Club-Basis. Bisschen Clubber, er hat sowas von geile DJs da. Ich war ein paar Mal jetzt da. Er hat eine geile Soundeinlage, geile Typen, die da die Ja. Musik machen. Überwiegend mehr Auch so sehr gemischt, aber ja, auch, mehr ne? Er hat gemischt. auch einen Black Tag und auch einen R&B und Black, House-Tag. Ja. Oldschool-Geschichten, dann Elektro-Geschichten, Ja. aber das macht so und eben für kleines Geld. Er hat die Ja. Preise gehalten da. Ja. Ich Unglaublich. weiß gar nicht, ob er Eintritt nimmt, keine Ahnung, das wird man dann ja sehen. Ja. Muss er ja den DJ bezahlen, ich Ja. weiß gar nicht, wie es so läuft. Und die Ja. Preise sind Immer geblieben. noch 99 Neun, Cent. alles 99 Cent. Unglaublich, Also ein ne? Longdrink, ein Whisky und eine Cola praktisch 1,98. Ein Ja. Bier 99 Cent, ein Shot 9, alles unter 1 Euro. Das Ja. ist der Wahnsinn. Hut ab. Also da werden wir uns Samstag mal Auf einfinden. jeden Fall müssen wir darüber gehen. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir an der Stelle hier mal den Sack zu. Ne? Wenn es am schönsten ist, machen wir einen Sack zu und man sieht sich doch sowieso. Ich freue mich, dass wir hier irgendwie nochmal klönen konnten. Wir sehen uns alle bald wieder, hier vor Ort, hier im Livestream. Nächsten Donnerstag geht's weiter. Und ich wünsche dir einen schönen Urlaub und bleibt alle gesund, ne? Wir sehen uns. Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao, Ciao. Leute.